Wir waren in der Nähe von dem Dorf, in dem wir unsere Vorräte auffrischen wollten. Aber wir mussten noch durch diese besonders gefährliche Krokodilzone. Keinem war wohl dabei, aber wir fuhren weiter. Wir haben die tatsächliche Gefahr im Fluss unterschätzt. Chris und ich paddelten voraus, als wir ihn wie irre schreien hörten. Ein Krokodil mit einem Kopf von der Größe seines Unterkörpers hatte sich in seiner Schulter verbissen. Dann kenterte er und sein Kajak wurde durchgeschüttelt. Ich wusste sofort, dass wir nichts mehr für ihn tun können. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber als sein Kajak sich nicht mehr bewegte, kapierte ich, dass Henry tot war. Und dass wir weg mussten. Alles ging so schnell. Ich dachte, bestimmt kommt gleich noch eins. Nichts wie weg hier. Wir paddelten so schnell wir konnten. 15, 20 Minuten später sahen wir die Brücke. Und wir paddelten immer weiter. Es schien, als würde sie nicht näher kommen. Sie war so weit weg. Krokodil! Krokodil!